Ich versuche einen Anfang zu machen und Marcia, wenn das nicht genug ist, dann steuerst du ein. Wir haben uns was überlegt, genau. So, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, das könnte ein legendärer Moment sein. Für mich ist das schon. Wir, das sind die Angelika, die Andrea online, der Benedikt und der Simon, beschäftigen uns, seitdem wir in der Organisation DATEV sind, mit dem Thema digitales Ökosystem. Manchmal ist uns das bewusster und manchmal weniger bewusst. Und weil wir das Gefühl haben, dass der Zustand, es muss uns bewusst sein, wesentlich stärker und zwar faktisch bei allen Kolleginnen passieren müssen, kamen wir auf die Idee, dazu einen Lernpfad zu machen. Ausgangspunkt war ein Kompetenz-Circle. Unsere Organisation, ich bin seit Mitte der 90er Jahre da, die war praktisch von Mitte der 90er bis 2018 Aufbau und Ablauf organisatorisch total gleich. Also als ob die Welt sich nicht geändert hat, waren wir genauso aufgestellt, Außendienst, Personal, Entwicklung, die Software macht, ganz ordentlich. Man hat dann gemerkt, dass das Erdenwelt nicht mehr funktioniert mit zukünftigen Herausforderungen und hat der Organisation eine neue Organisation geschenkt. Die hat der Organisation auch einen neuen Vorstandsressort geschenkt, Chief Operating Office. Wie organisiere ich, wie mache ich Portfolio gemeinsam für alle? Und wir sind in diesem Ressort, der HR-Bereich und mein Bereich Diversity and Transformation ist auch bei der COO. Und der Bereich hat einen Kompetenzcircle. Da treffen sich Mittelmanager, die darüber nachdenken müssen, wenn wir neue Ressourcen brauchen, für was brauchen wir die und was für Kompetenzen brauchen wir. Und irgendwann waren wir uns einig, womit wir sicher alle beschäftigt sind, ist, dass die Form der unterschiedlichen Ökosystementwicklungen in unserer Organisation mit unseren Partnern, mit denen wir gemeinsam Software anbieten, mit denen wir gemeinsam Software entwickeln oder mit denen wir gemeinsam Software vertreiben, dass das grundsätzlich das Geschäft auf den Kopf stellt. Und dann, angeregt durch diese Lernhaus-Community, angeregt durch Assemblies, die ich besuchen durfte und durch selber Lernen von Peer-Learning, waren wir uns überzeugt, Peer-Learning könnte es sein, haben in den Lernhaus-Leitfaden geguckt und keinen Leitfaden gefunden, der da schon eindeutig passt. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen. Und jetzt Marcel zum Status. Wo befinden wir uns heute? Dieses sehr DATEV-lastige Team hat einen Entwurf gemacht, der, wie vorher schon gesagt, unterschiedlich weit geht. Aber wir sind der festen Überzeugung, am 19.07. würden wir gern Piloten einladen, mit dem anfangen, ins Peer Learning zu gehen. Nicht, weil wir glauben, dass der schon fertig ist, sondern weil wir glauben, er wird besser, wenn ihn in vielfältiger Weise jemand macht. Und angefangen haben wir mit dem seltsamen Vorstellung, wir machen einen Leitfaden zum DATEV-Ökosystem, wo dann Simon mir liebevoll gesagt hat, wenn du einen LernOS-Lernpfad machst, dann kannst du einen Lernpfad zum digitalen Ökosystem machen. Und da könnt ihr auch ein Beispiel sein, aber ganz sicher nicht der einzige Blick auf digitale Ökosysteme. Deswegen haben wir jetzt einen Lernpfad entwickelt, ausgearbeitet vor allem dank Andreas Fleißigen, der schon bis Woche 4 mit Katas vorbereitet ist. Wir hoffen, dass wir dann den restlichen danach schaffen in der Phase des weiteren Prozesses. Und es gibt ein Musterbeispiel, das ist die DATEV. Und ich würde gerne heute rausgehen mit noch weiteren Musterbeispielen, die sagen, sie wollen sich in dem Lernpfad als Musterökosystem aller Art wiederfinden. Und zur Dramaturgie nach der Vorrede gebe ich jetzt zur Angelika weiter, dass sie euch ein Gefühl vermittelt, wie kamen wir eigentlich drauf, dass Ökosystem etwas ist, dass wir sogar zu einem Geschäftsführungsbereich, in diesem CEO-Office gibt es einen eigenen Geschäftsleitungsbereich, Ökosystem, dazu sagt sie was und dann wird Simon die Moderation der weiteren Ablauf, eure Fragen, was können wir tun, was sollte man anders machen. Wir haben ein Concept Board, wo schon der Status veröffentlicht ist und wir haben hier unser Concept Board, wo wir unseren Sessionraum haben, die zwei Dokumentationsräume für heute haben. Wie kamen wir drauf? Wie kamen wir drauf? Also vielleicht schon den Anfang. Von meiner Seite, ich bin 2006 zur DATEV gewechselt und 2007 in die Softwareentwicklung. Und hier haben wir schon mit DATEV Unternehmen Online in Partnerschaften gehabt, wie wir die Rechnungen von McDonald's für unsere Steuerberater, deren Mandanten halt für die FIBO bekommen. Und
verschiedene Facetten und dann noch ein paar andere, mit denen wir das gemacht haben. Es war immer bilaterale Beziehungen sozusagen, wo man den Standard erarbeitet hat, wie so eine Rechnung aussieht und wie man die Daten ins System bekommen. Und aus dieser Idee heraus ist eben das, weil es eine coole Sache ist, eben entwickelt worden, wir müssen das größer machen, standardisiert mit Standards, nicht mit Dativ-typischen Sachen, auch nicht mit finanzverwaltungstypischen Sachen, weil da gibt es so einen Extra-Server, wo die Unternehmen gesagt haben, den nutzen wir jetzt nicht so. Und da eben so einen Standard zu schaffen. Und das war so die Geburt, sage ich jetzt mal, mit APIs, die auf REST basieren, eben auf diese Internet-Technologie, sage ich mal ganz einfach, das zu entwickeln. Und da sind die ersten Schnittstellen entstanden. 2016 sozusagen ist das Pflänzchen digitales Ökosystem mit der Idee, das für mehr als nur für ausgewählte Partner zu machen, wobei wir schon diese Kategorisierung haben. Es gibt sogenannte Premium-Partner, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Dann gibt es sogenannte Schnittstellenpartner, die sind bei uns auch auf dem Marktplatz gelistet. Da ist die Zusammenarbeit nicht ganz so intensiv, aber es gibt trotzdem einen Partnermanager als Ansprechpartner. Und seitdem ja sind wir geöffnet auch dahin, dass jeder unsere APIs nutzen kann. Die Lösungen werden aber nicht auf dem Marktplatz gelistet, sondern eben bei uns im Developer-Portal. Und da ist eben nur der Standard Beratungsdienstleistung und technische Abnahme der Schnittstelle. Und dann gibt es einen Prozess, wie die sich gegebenenfalls weiterentwickeln können, wenn das auch für unsere Kunden passend ist, auf den Marktplatz zu kommen. Das ist so der Rahmen. Und man hat gesehen, wie in den letzten Jahren sich das Pflänzchen-Ökosystem in den Köpfen immer weiter verbreitet hat. Letztes Jahr war ganz viel Ökosysteme in unserem Haus, irgendwie hat es jeder Mund gehabt. Und jetzt geht es eben auch darum, diese Denkweise eben zu etablieren und noch mehr dieses Verständnis, weil bei dem einen oder anderen ist immer noch so, warum macht das jetzt ein Partner? Warum machen wir das nicht selber? Warum sucht ihr für diese Prozess Geschäftsfähigkeiten Partner? Und wir machen keine eigene Lösung. Und ich meine, wir alle wissen es, wir können nicht mehr alles selber machen, wie alle anderen Unternehmen auch nicht. Und damit braucht es halt digitale Ökosysteme und jeder bringt diese Kernkompetenzen ein, die er hat, um halt was richtig Gutes für den Kunden zu kriegen. Genau, und deswegen sind wir beim Lernpfad. Wollen wir das hier in Teams? Andrea, magst du das in Teams, die Motivationsseite? Oder ich kann alle holen. Zeit und ich moderiere. Ja, wäre jetzt kein Second Device. Wir haben ja eine sehr schwierige, Also für die, die jetzt keinen, jetzt ist das Moment für Second Device. Ihr zu Hause habt jetzt den Vorteil, dass ihr am Bildschirm sitzt und eine Top-Position habt. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau, und wir haben halt mit dem Lernpfad dahingehend angefangen oder mit den Lernos. So ganz bin ich da noch nicht im Überblick, weil ich habe eigentlich noch nur ein Viertel von einem Lernpfad gemacht. Das ist meine Erfahrung dahinter. Also. Und wir haben ein Concept Board halt uns dort fangen wir gerade an, das zu erarbeiten. Und die Motivation ist jetzt eben erst einmal dieses Verständnis für Ökosysteme zu entwickeln. Und eben, ich sage, okay, wir haben den Begriff Ecosystem Thinking bei uns im Unternehmen mal platziert und sagen eben auch diesen Blickwinkel zu verändern, diese gemeinsame Gestaltung von Lösungen, wenn man Ökosysteme und Plattformen denkt und eben nicht immer alles aus eigener Kraft zu machen, sondern eben durch die Vernetzung, aber eben auch ganz wichtig und ein kritisch schwieriges Thema, diese gemeinsamen Daten, welche Daten kann ich an die Partner geben, welche geben die an uns, was ist mit Datenschutz und auch was die Kunden eigentlich akzeptieren, ist immer das Thema. Und eben auch denn mit diesen verschiedenen Teilnehmern zu interagieren und dort Mehrwerte zu schaffen. Das ist so die Motivation. Und jetzt muss ich kurz hier. Genau. Und unser Ziel ist eben, die Lernenden dabei zu unterstützen, ihr Mindset, also ihre Einstellung, ihre Werte und ihre Haltung hinsichtlich digitale Ökosysteme zu hinterfragen, zu reflektieren und zu ändern. Das heißt nicht, dass wir sagen, genau diese Definition ist es oder genau so sieht ein digitales Ökosystem aus, weil es einfach viele verschiedene gibt. Und ich sage, es ändert sich auch immer und es entwickelt sich eben. Und wir wollen halt Wissen bereitstellen dafür. Und aktuell haben wir so die Ideen, einmal, was sind ein digitales Ökosystem, ist so ein Cluster.
dann so im Bereich, wo man Akzeptanz und Verständnis für digitale Ökosysteme bekommt als einen zweiten Cluster. Dann so ein bisschen auf die Gestaltung. Also wir wollen jetzt nicht Methodiken und Toolset zur Verfügung stellen, damit man jetzt ein Ökosystem gestaltet, aber so ein bisschen sagen, da gibt es was von dem und dem oder diese Aspekte sind in einem Ökosystem wie verschiedene Rollen oder so, dass man so einen Rahmen einfach kriegt. Und dann ist so die Idee, in den letzten Katas ein paar Fallbeispiele zu haben und da vielleicht gewisse Merkmale des Ökosystems. Bei uns wäre es dieser Genossenschaftsgedanke, also die Kanzlei, die Steuerberater stehen immer in unserem Förderauftrag, wie man das, diese Dreiecksbeziehung denn hinbekommt, ist vielleicht ein bisschen anders als bei anderen Unternehmen und da eben so Fallbeispiele macht. Nicht im Sinne vom Muster, das sind die besten Ökosysteme, die es gibt oder so, sondern einfach auch, um wieder dieses Gedankengänge anzuregen. Genau, das andere hat der Christian schon gesagt. Und jetzt haben wir noch so eine erste Strukturidee eben dabei, wie das aufgebaut ist. Und danach kann euch dann die Andrea die vier Katas schon mal zeigen. Also von der Grundstruktur eben, was ich gesagt habe, ist, was sind digitale Ökosysteme? Da gibt es eben so Grundlagen dazu und auch Chancen und Herausforderungen. Beim zweiten Aspekt Gestaltung, da sind wir noch, sag mal, ein bisschen noch nicht so tief drin in der Ausgestaltung der Katas. Ja? Okay. Genau, da hätten wir jetzt so die Idee, die Rollen im digitalen Ökosystem darzustellen und die Phasen. Wir sind aktuell geprägt von den Themen, die Fraunhofer, weil die auch bei uns waren in der Zusammenarbeit. Aber da kann man dann immer, wenn noch andere Inputs gibt, das ergänzen eben. Ne? Und dann eben diesen Blickwinkel bei der Gestaltung eben zu ändern, das wäre so eine Idee zu setzen oder Merkmale von Ökosystemen. Und vielleicht auch, da sind wir uns noch nicht so sicher, die verschiedenen Typen, falls man das wirklich so wenig klassifizieren kann, das wäre in dem Bereich Verständnis. Und dann wären wir eben bei den Fallbeispielen. Das wäre so die Einteilung. Also ich habe eine ganz grundsätzliche Frage. Ich hoffe, man hört mich. Okay. Du kannst einfach sprechen. Ja, okay. Genau. Was ich nicht ganz verstanden habe, wer ist die eigentliche Zielgruppe? Also es gibt ja verschiedene mögliche Adressaten. Das können eure Partner sein, das können die Mitarbeiter sein, das können die Kunden sein. Das habe ich noch nicht verstanden. Also wer wird adressiert? Also wer nimmt künftig an diesem Landpfad teil? Oder sind es diejenigen, die dieses Ökosystem weiterentwickeln sollen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Seit 4 Jahren arbeiten wir nur noch nach dem Einladungsprinzip. Mhm. Und das heißt, eingeladen werden alle. Und die, die du gerade aufgezählt hast, würde ich als perfekte Zielgruppe alle bedeuten. Das heißt, und je diverser sie sich treffen, vor allem auch außerhalb unserer Organisation, umso mehr Wert, glaube ich, könnte so ein Peer-Learning haben. Also ganz ausdrücklich nicht einen für den Außendienst. Das ist das, was wir schon seit 30 Jahren gut können. Der Reflex unserer Organisation ist, dass jetzt die einen für die einen und die anderen für die anderen und die Dritten für die Dritten. Das haben wir auch schon. Und dieser Peer-Learning-Punkt ist genau das zu durchbrechen, weil das ist nicht digitales Ökosystem. Und wir machen seit 20 Jahren schon Partnerschaften und die Partnerschaften, wir haben sogar unterschiedliche Partnerabteilungen, die die gleichen auf unterschiedliche Weise bedienen, weil sie historisch mal in unterschiedlichen Ecken des Unternehmens entstanden sind. Und wehe, du merkst ihnen an, dass sie aufeinander zugehen. Deswegen die Frage, jeder, der sich eingeladen fühlt und so wie ein Lern-OS-Leitfaden von jedem gelernt werden kann, würden wir es auch hier sagen. Und mein Wunsch wäre schon für den Piloten, dass wir nicht nur Dativ, und da wäre schon toll, wenn wir uns vermischt treffen, also das wäre schon ein Mehrwert aufgrund meiner Aussage, aber noch mehr, viel mehr Wert, wenn aus euren Systemen, aus anderen Systemen Teilnehmer in diesen Lernpfad gleich beim Piloten mitgehen, weil wir natürlich eine, wie Angela aus unserer Situation geprägte Sichtweise haben. Und selbst wenn wir einen Fraunhofer-Text lesen, liest man den anders wie von der Autobahn oder von EMBW, liest den anders, obwohl es der gleiche Text ist. Und das wäre das Ziel. Aber das Ziel ist auch die Weiterentwicklung des Ökosystems oder die Nutzung des Ökosystems. Also zu lernen, wie ich dieses Ökosystem für mich oder für meine Anforderungen nutzen kann. Oder geht es auch darum, sozusagen ja, gemeinsam Ideen zu entwickeln, Vorschläge zu machen? Wie kann man das verbessern?
Also es geht jetzt nicht darum, unser Ökosystem weiterzuentwickeln oder irgendein spezifisches, sondern wirklich erstmal zu verstehen, was ist eigentlich ein digitales Ökosystem, welche Chancen stehen dort, also die Grundlagen eigentlich, damit so Gedankengänge wie, warum machen wir das nicht selber, verschwinden oder anders halt gedacht wird. Klar gibt es Facetten, die man weiterhin im Unternehmen selber macht halt, ne? Aber trotzdem diese Akzeptanz, dass das nicht schlecht ist, nur dass wir jetzt eine Partnerlösung dazu nehmen und verbinden, sondern dass das die neue Zeit eben ist, dass das eine Chance und eine Stärke ist und wir auch auf andere Sachen sich dann fokussieren können, weil wenn du einen Partner dazu nimmst und gerade jetzt im IT-Bereich, musst du ja auch Gedanken machen, wie fließen die Daten zwischen den Lösungen, dann hast du halt eine andere Aufgabe, baust halt keine Oberfläche mehr, sondern kümmerst dich um die Infrastruktur und dass die gut zusammenarbeiten und genau, und darum geht es. Also wir wollen mehr offen sein und jetzt nicht spezifisch. Die Fallbeispiele sind auch nicht da, denn um zu sagen, wie entwickelt sich jetzt das Fallbeispiel Dativ-Ökosystem weiter, sondern dort vielleicht verschiedene interessante Punkte diskutieren zu können. Ja, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, wir verschiedene Arten von Partner, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn oder kennt ihr andere Ökosysteme, wo sowas auch ist und was sind die Stärken drin. Also wirklich, und deswegen auch, das habe ich unterschlagen, das steht auch tatsächlich drin, danke für die Frage, wirklich alle Mitarbeiter von der eigenen Firma, von unseren Kanzleien, von den Mandanten, von Partnerunternehmen und wer sich halt da findet, genau. Okay, danke. Und die Frage ist ganz spannend, weil ich bin ja voll überzeugt von der Kraft von Peer Learning, aber die Idee von dem Lernpfad ist es nicht, gleich unser Ökosystem weiterzuentwickeln. Wir haben 4 Jahre gebraucht, diese neue Geschäftsleiterin, um eine gemeinsam abgestimmte Philosophie unseres Dativ-Ökosystems jetzt mal zu verbinden. Der geht jetzt hier ein. Und mir wäre schon recht, das würden alle kennen, auf was wir uns jetzt geeinigt haben. Das wäre schon mal die Basis, dass der Streit darüber dann automatisch zu einer Weiterentwicklung führt und einem besseren. Das schließe ich nicht aus, aber es ist nicht der Anspruch dieses Lernpfads jetzt. Wir fangen sofort an, das Ökosystem neu zu entwickeln. Ich bin froh, dass wir uns jetzt, weil das Besondere ist, Angelika hat es kurz angedeutet, wir gehören 40.000 Genossen. Und wir können Genossen, die uns als IT-Dienstleister besitzen, nicht einfach sagen, so, hallo, hallo, jetzt machen wir mit McDonald's und Amazon gute Geschäfte, sondern das muss man den gewählten Vertretern der Genossen überzeugend darstellen, dass sie was davon haben. Und der Prozess ist jetzt so weit abgeschlossen, dass wir ihn in einen Lernpfad gießen können und sonst noch einige Sachen machen. Der ging dem voraus praktisch als Übung. Also ihr habt jetzt gerade schon viel beantwortet. Hast du einen Würfel? Ja. Ich habe einen Würfel. Als ich das so gesehen habe und das Programm jetzt auch so gelesen habe, dachte ich mir, diese Überschriften, da steht zum Beispiel, was ist das digitale Ökosystem? Also das ist so, die Überschrift fand ich so, und jetzt lest die Seiten 7 bis 12 und dann wisst ihr, was das ist. Aber wenn ihr das jetzt so erklärt, da ist schon, und wie wichtig war euch das immer, das anzureißen, damit diese Gruppe dann diskutieren kann? Weil das ist, glaube ich, so wie ihr das jetzt gerade erklärt habt, der Hauptfokus, einen Input zu geben und dass diese Gruppe dann über das Thema diskutiert. Ist das so aufgebaut? Weil die Überschriften haben mich gerade so ein bisschen irritiert. Vielleicht passt es jetzt, dass wir in die Katas gucken. Da könnt ihr ja schon mal schauen, an den Katas könnt ihr uns ja auf den Zahn fühlen, was wir eigentlich in den Peer Groups glauben, was passiert. Genau, noch ein Hinweis für die Leute, die online sind. Ich habe es auch bei Discord geschrieben, aber ich weiß nicht, ob da jeder den Chat mitliest. Meldet euch gerne in Teams mit dem Handzeichen, dann können wir so ein bisschen gucken, dass wir euch sozusagen nicht vergessen, weil hier vor Ort ist man dann doch so ein bisschen, ich stelle schnell eine Frage. Das ist das eine und ich glaube, wenn es jetzt gerade gut reinpasst, dann gerne noch deine Frage und dann schauen wir in die Katas rein. Würfel oder Mikrofon, ist egal. Ihr habt ja, weil passt ganz gut jetzt zu dem Thema Zielgruppe. Über welche Kanäle sprecht ihr die Zielgruppen an? Gerade so die extern. Intern habt ihr eure eigene interne Kommunikation, aber wenn ihr eure Kunden da in diesen Entwicklungsprozess mit einbeziehen wollt, wie bindet ihr die ein? Über welche Kanäle geht ihr an sie? Weil das ist nämlich auch ein Thema, was sich bei uns beschäftigt. Wie sprechen wir die Leute an und wie begeistern wir sie vor allen Dingen für unseren Lernpfad, dass sie auch mitmachen? Also auch da, Simon als Vertreter von Agile Learning, Benedikt als Vertreter, wir arbeiten seit 6, 7 Jahren mit Peer Learning.
es ist uns nicht mal gelungen, in der Organisation Peer Learning schon so zu positionieren, dass wir über Kanäle sprechen, die eindeutig sind. Es ist ein zartes Plänzchen. Es gibt eine kleine Gruppe von Fans, die nicht mehr aufhören wollen. Und es gibt viele, die noch nie mal was von Peer Learning gehört haben. Insofern gilt es natürlich für die Zielgruppen außerhalb, Mitglieder, Partner genauso. Was wir jetzt tun, seit 1,5 Jahren intensiv, ist das, was die Nele Hirsch als Bar Circle macht. Wir nutzen unseren Dialograum DigiCamp, den wir seit 2019 haben, und laden dort immer auch zu Kickoffs für Peer Learning ein. Und entweder freue ich mich über die 12, die letzten März kamen, oder denke mir, was waren die anderen 7.000, die hatten alle was Besseres zu tun. Irgendwo dazwischen, Olli, ist die Wahrnehmung. Aber ganz konkret am 19.07. seid ihr alle und schon seit Monaten eingeladen, am DigiCamp um 11 Uhr in den Kickoff zu LernOS-Lernpfaden zu kommen und dieses Mal neu mit einem zum Thema digitalen Ökosystem. Und wer dann da kommt, freut mich oder weniger. Und dass Jutta Rösner, ihre Geschäftsleiterin, bei einer Dialogveranstaltung vor 2 Wochen gesagt hat, wir arbeiten da jetzt an einem Lernpfad, damit wir das besser verstehen. Olli, das könnte die Chance erhöhen, dass es viel mehr Menschen wahrnehmen und dass die Kanäle sich plötzlich von selber finden. Wir haben die ja alle. In dem Kanal ist nur bislang noch kein Peer Learning drin. Insofern glaube ich nicht, dass wir deswegen neue Kanäle brauchen, sondern dass die traditionellen Kanäle das mitkriegen und dass wir unkonventionelle Kanäle wie so ein DigiCamp schon mal als Testraum nutzen, so will ich es. Weil über den, die DigiCamp ist nicht allein der Vertrieb, um 8.000 Kolleginnen zu erreichen und schon gar nicht um 500.000 Anwenderinnen bei dem Thema zu machen. Das sind alle betroffen. Jede Steuerfachangestellte in einer Kanzlei ist von diesem digitalen Ökosystem betroffen, weil sie plötzlich nicht nur einen IT-Dienstleister hat, sondern 20. Und die finden das alle nicht toll. 20 Hotlines, 20 Wege, wie man Software vertreibt, 20 Fragen, die man beantworten muss. Und früher gab es halt einen IT-Dienstleister, einen Steuerfachangestellten. Das waren wir. Und das finden manche immer noch für den attraktiveren Zustand. Und daran, also es sind eben alle betroffen, das ist die Überzeugung. Was mir noch gekommen ist, also was ich bei manchen von den Lern- oder von den Leitfaden, die wir haben, finde, ist diesen Einstieg. Also wir erklären in der Woche 1, was wir darunter verstehen. Aber ich sehe es ganz oft auch auf den Webseiten, dass ich muss davor schon den Leuten erklären, so dieses What's in it for me. Also war es, also weil der eine oder andere hat überhaupt nicht verstanden, dass er in einem digitalen Ökosystem drinsteckt oder was das alles bedeutet. Und das, finde ich, ist bei manchen von unseren Lernpfaden insgesamt, Patchnoting ist ein Begriff, den haben dann ganz viele gehört. Getting things done, wenn es eine Methode ist, hat man auch schon gehört. Aber auch digitale Zusammenarbeit ist jetzt auch wieder bewusst deutsch, da hat man so eine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man bei digitalen Ökosystemen auch schon so eine Ahnung hat. Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen so dieser educational Aspekt, den man auch noch im Vorfeld vom Leitfaden noch berücksichtigen muss. Der Bernd meldet sich noch. Ja, gleiche Anmerkung hier. Als ich digitales Ökosystem gelesen habe und als ich auch eure Beschreibung gelesen habe, wusste ich immer noch nicht genau, um was es geht. Also wenn ich digitales Ökosystem lese, dann denke ich an Office 365 und Jira und solche Dinge. Ja, also ich weiß nicht, ob der Name das Problem ist in dem Fall oder ob einfach da vielleicht noch was dahinter kommen muss. Digitales Ökosystem für organisational übergreifende Zusammenarbeit, weiß ich nicht. Vielleicht gehört dann auch einfach noch ein Satz dahinter für mich. Ich sage jetzt irgendwas, ja, damit ich nur als Beispiel. Das hätte mir jetzt da in dem Fall auch besser geholfen zu verstehen, ist jetzt dieser Lernpfad was für mich oder ist das völlig die falsche Abzweigung? Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Anmerkung für uns und vielleicht trotzdem auch eine gute Überleitung jetzt zu den Cutters und zu gucken sozusagen genau diese Frage, what's in it for me, beantworten wir die schon oder wenn ihr das jetzt hört, so die ersten 4 Cutters, macht es für euch Lust oder sagt ihr, weiß ich nicht, das ist ja für uns auch gerade jetzt wertvoll in dem Prozess. Vielleicht noch ein Punkt zur Gestaltung. Was wir uns gedacht haben, ist auch, fällt mir gerade auf, immer so ein bisschen so einen Wissensblock zu haben und die Literatur dazu und dann eben so die offenen Fragen zu stellen, wie man damit arbeitet. Damit man reflektiert dem, was man gelernt hat oder eben schon weiß oder nicht weiß, so digitalen Ökosystemen. Genau.
Andrea, magst du mit Kata 0 anfangen? Genau. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Ja. Sehr gut. Genau, Kata 0 ist quasi einfach eine kurze Einführung. Warum möchte man diesen Lernpfad quasi machen? Was ist die eigene Motivation dahinter? Hat man irgendwelche beruflichen Themen oder Berührungspunkte? Oder hat man einfach das Thema gelesen und dachte sich, ich möchte da mehr drüber wissen, weil ich wenig drüber weiß? Oder was ist denn die Grundlage dafür, dass man sich auch schon wirklich am Anfang Gedanken macht, warum denke ich, dass dieser Lernpfad für mich hilfreich sein könnte? Und dann natürlich auch die Frage, was das Thema Ökosystem natürlich auch in einem auslöst, was interessiert man sich dran oder wo möchte man weitere Informationen haben. Und für uns auch natürlich interessant ist, wie man auf das Thema aufmerksam geworden ist. Hat man das über irgendwelche Social-Media-Kanäle bekommen oder ist auf der LernOS-Seite drüber gestolpert? Und da ist trotzdem schon mal die Idee, ein erstes Gefühl dazu bekommen, was möchte man erreichen, was möchte vielleicht die Gruppe haben, was sind Erfahrungen, die sie schon gemacht haben. Und einfach da schon mal grundlegend einsteigen. Ich weiß nicht, ob ihr gleich was dazu habt, sonst ist es, glaube ich, auch nicht schlecht, schon mal in sozusagen die Woche 1 reinzugucken, dass man auch mal so ein bisschen die Inhalte mitbekommt. Das war auf jeden Fall für mich so ein bisschen der Augenöffner, okay, was hat es auch mit mir zu tun? Vielleicht machen wir damit weiter und dann schauen wir mal, was für Fragen sind. Genau, in Woche 1 gehen wir ein bisschen in den Grundlagen auf die Begrifflichkeiten ein. Ich weiß nicht, ich denke, ihr kennt es alles. Es gibt die Digitization, die Digitalisierung und die digitale Transformation. Das sind einfach Begriffe, die umherfliegen, ohne dass man zum Teil wirklich weiß, was ist jetzt der Unterschied. Wann benutze ich welchen Begriff? Und hier ist quasi wirklich der Fokus auf, was bedeutet der Begriff? Das Ganze wird anhand der Musikbranche nochmal mit Beispielen erklärt, dass man wirklich auch diese Begrifflichkeiten unterscheiden kann. Und dann geht es in der Kata quasi auch schon dazu, dass man sich in der Gruppe erstmal seine Erfahrungen austauscht. Welche Ökosysteme kennt man? Was sind die ersten Ökosysteme, die einem einfallen? Klassiker ist vermutlich trotzdem sowas wie Amazon. Das hat man ja wirklich fast täglich einen Kontaktpunkt dazu. Und was sind denn eigentlich die Punkte, die einen daran Spaß haben lassen, dass man sagt, man möchte Teil dieses Ökosystems sein oder was sind eben auch Punkte, die einen stören, also so Thema Datenschutz oder keine Ahnung was. Da gibt es ganz viele persönliche Eindrücke und dass man die trotzdem auch schon mal austauscht und eben über die Erfahrungen, die man mit Ökosystemen gemacht hat, spricht. Dann wollen wir auch nochmal quasi eine kleine Übung zu den Begrifflichkeiten und den Grundlagen machen, indem wir quasi nach Beispielen von den Phasen von der Digitization oder Digitalisierung oder digitalen Transformation, die einem quasi einfach einfallen, wie beispielsweise das Musikbranchenbeispiel. Wenn man sich trotzdem nochmal mit den Begriffen ein bisschen auseinandersetzt und dass wirklich der Unterschied klar wird. Und dann vielleicht noch so ein bisschen Transferaufgabe im Sinne von, dass man nochmal auf die Begriffe eingeht, weil ganz viele Unternehmen haben eben in den letzten Jahren den Sprung quasi verpasst auf die nächste Stufe, beispielsweise Blockbuster oder gibt noch ganz viele weitere und da dann sich ein bisschen mit diesen Beispielen auseinandersetzen und schauen, warum hat es denn nicht funktioniert, was hätte man besser machen können, damit man eben weiterhin am Markt erfolgreich ist. Und zum Schluss von der Karte haben wir dann immer noch unsere weiterführenden Links. Hier in dem Beispiel geht noch ein Link zu einem Podcast, der dauert 15 Minuten, falls man sagt, man möchte noch ein bisschen mehr Einstiegsinformationen über Ökosysteme bekommen. Und sonst sind wir gesagt, wie die Angelika auch schon erzählt hat, vor allem mit Fraunhofer-Artikeln, die eben verlinkt sind, falls man noch tiefere oder genauere Informationen immer möchte. Genau, wir haben eine Frage noch hier vor Ort gehabt vom Simon und vom Klaus auch online und ich würde vielleicht noch kurz was dazu sagen. Ich finde gerade so, also mich hat dieses Thema Musik eigentlich ganz gut abgeholt, weil das kennt jeder, ne? So dieser Sprung zur CD, das ist quasi die Digitization, sozusagen die Veränderung, es ist erstmal digital, aber es ist trotzdem Medium, was ich im Laden kaufe und dann dieser Sprung zu Spotify und was macht es sozusagen, die Veränderung, dass man Musik eigentlich gar nicht mehr kauft, sondern irgendwie ein Abo hat,
dass da irgendwie ganz viel Interaktion passiert, auch rund um Musik. Und wenn man das mal so durchdenkt oder da so ein bisschen einsteigt, dann finde ich, merkt man gleich, ah, okay, das hat auch was mit mir zu tun, das Thema. Und man hat eigentlich ganz viele praktische Beispiele, die einen sozusagen auch als Endnutzer betreffen. Also auch so Sachen wie Amazon oder Flixbus, dass Flixbus eigentlich gar keine eigenen Busse hat oder so. Wenn man da so in diese Beispiele eintaucht, dann ist es auf jeden Fall ein Augenöffner. Genau, aber Simon, du hattest eine Frage. Ja, ich hatte eine Verständnisfrage, und zwar, ich habe die Katas jetzt mal so überflogen, was ich im Concept Board gesehen habe, und eine Frage tauchte mir auf, und zwar, wie möchtet ihr mit dem Spannungsfeld Selbstorganisation und Strukturvorgabe umgehen? Ich habe die Idee gesehen und hatte sofort den Gedanken von einer Art Checkliste oder von einer Top-Down-Vorgabe. Das ist das, was bei mir initiiert worden ist, oder so hatte ich es wahrgenommen. Und bei mir kam die Frage auf, wenn wir auch mal in die Biologie gehen, in die Ökosystem-Natur, dort gibt es ja unterschiedliche Ökosysteme. Ein Moos ist ein Ökosystem, die ganze Baumlandschaft sind Ökosysteme an sich. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel von vielen, vielen Themen. Das heißt, wie kann so ein Ökosystem-Außendienst mit einem Ökosystem-Innendienst auf Basis dieser Struktur zusammenarbeiten? Also Stichwort Spannungsfeld zwischen Organisation als Ökosystem hinsichtlich Vorgabe eines, wie wir Ökosysteme generell verstehen. Wie kann man damit umgehen, dass die Freiheit gewährleistet ist, sprich auch Ordnungsprinzipien eigentlich dann doch vorgegeben werden, wo man sie gerne hätte? Weiß nicht, mag jemand von euch was dazu sagen? Also es ist eine nicht triviale Antwort. Meiner Erfahrung nach den Peer Groups ist es so, dass der Lernpfad eine Einladung ist, und ich habe jetzt in meinen 20 Peer Groups unterschiedlichen Umgang damit gelebt, wie genau halte ich mich an den Lernpfad. Wie vorher ausgeführt, ist schon unser primäres Bedürfnis, dass wir erstmal den gemeinsamen Status, den wir geglaubt haben, als Ökosystem jetzt zu haben, den mal zu verbreiten. Ausdrücklich aber natürlich mit der Einladung, dass die Leute weiter intelligent dran denken und sagen, was hilft mir das für meine Arbeit und was nicht, und idealerweise drüber streiten und es im Haraldschen Sinne sichtbar machen. Das wäre natürlich die Basisidee, aber wir erleben in den Dialogen auch nach 20 Jahren aktives Tun in diesem Markt, erstauntes Überraschtsein über die Konsequenzen fürs eigene Arbeiten. Und das ist noch viel, viel weniger wie die von dir Frage, wo es dann hingeht. Meine Hoffnung ist, dass wir uns in 2 Jahren über solche Fragen diskutieren. Da hätte ich gar keinen Schmerz. Aber momentan geht es mir eher um eine Basisvermittlung, weil dieses Verständnis nicht morgens beim Duschen kommt. Das ist zumindest mein Eindruck. Wir brauchen dafür Irritationen, Störer, schlaue Menschen von Fraunhofer oder erlebte Praxisbeispiele. Die machen alle Ökosysteme als ein User. Und wenn Sie dann zum Arbeiten gehen, würden Sie gern so weitermachen, wie Sie das vor 20 Mal gelernt haben. Das ist erstaunlich, wie das auch differenziert wird. Dabei zu helfen, wäre der Punkt. Ich glaube, was da tut. Vielleicht, bevor du was sagst, weil der Klaus hat sich noch online gemeldet, dann, nachdem wir jetzt gar nicht wissen, wozu er was sagen will, dann würde ich sagen, erstmal Klaus und dann gerne du. Hallo, servus, ich bin der Klaus. Ich fühle mich gerade so ein bisschen abgehängt, und ich glaube, es könnte helfen, wenn wir ganz kurz sagen, was wollen wir denn jetzt hier in dieser Session unter einem digitalen Ökosystem überhaupt verstehen? Vielleicht könnte das helfen, dass ich zumindest wieder auf die Schiene komme. Da würde ich dann Angelika sagen, was wir zumindest in unserem aktuellen Stand als solches verstehen. Da haben wir neulich, glaube ich, bei Kata 1, habe ich festgestellt, dass wir seit 3 Monaten aneinander vorbeireden, weil ich ein anderes Verständnis hatte wie Angelika. Und wir immer selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass wir uns verstehen. Und ich irgendwann dann von Angelika habe gesagt, das, was du jetzt als digitales Ökosystem bist, würde ich gar nicht als solches bezeichnen. Ich weiß, wie lange haben wir da schon dran gearbeitet? 2-3 Monate, als diese Erkenntnis kam. Von daher, Klaus, ich verstehe dich so gut, weiß gar nicht, wie gut ich dich verstehe. Ob wir das heute für die Session noch hinkriegen, weiß ich nicht, aber Angelika, macht mal einen Aufschlag. Ja, oder Andrea geht gleich auf Kata 1, weil da ist ja die Beschreibung drin, dass wir die nehmen. Und bei unserer Diskussion war ja das digitale Dativ-Ökosystem die Definition. Magst du, Andrea?
Ach so, ja, Entschuldigung. Also wir haben digitales Ökosystem als soziotechnisches System definiert, was eben sowohl die technischen und die digitalen Systeme, aber auch eben die Organisation und den Mensch und die Beziehungen quasi fokussiert. Dabei ist es wichtig, dass sowohl die Systeme und auch die Beteiligten eben sich austauschen und interagieren. Wir haben auch noch dazu geschrieben, dass in den meisten Ökosystemen der Fokus eine digitale Plattform darstellt, wo eben auch der Austausch und die Kooperation der Teilnehmer eben stattfindet. So haben wir es ganz oberflächlich definiert, falls es für alle hilfreich ist. Klaus, was macht es mit dir? Vielen herzlichen Dank. ich bin raus. Nein, ich bin nicht raus. Nein, ich bin nicht raus. Im Gegenteil. Können wir vielleicht einfach kurz das Beispiel von LOSCON 23 als digitales Ökosystem verstehen und einfach kurz benennen, was ist? Nur, vielleicht ist es ein gutes Beispiel, dann sind wir vielleicht in einem Boot. Wenn das hilft. Ja. Ja. Also jetzt bin ich mit dem digitalen Ökosystem der LOSCON verbunden, glaube ich, seit Februar oder sowas. Und mein Verständnis von diesem digitalen Ökosystem ist hundertprozentig anders wie in allen, die hier im Raum sind. Weil ich völlig andere Informationen habe, völlig andere Wahrnehmungen. Ich habe mich mit alles, was ihr wissen müsst, beschäftigt und habe deswegen einen völlig anderen Zugang zu dem. Was ich erlebe hier, ist, dass wir mit einer hohen technischen Situation Kommunikation erleben. Eine, die mich als mittelalten Mann massiv herausfordert, weil so bin ich nicht auf die Welt gekommen, dass ich auf verschiedene Ideen im Raum, im Chat, in Discord, in ein Mikro, in ein Bildschirm und dass das alles passiert, ist eins der digitalen Ökosysteme. Und dass dabei aber Christian und Klaus miteinander Wissen austauschen, das ist mindestens so wichtig, um nicht zu sagen, eigentlich alles andere ist Nebensache und wenn das nicht klappt. Und in dem Fall hat Angelika gesagt, wenn Mike McDonald's mit unseren Mitgliedern Daten austauscht, dann könnte das Business unserer Genossen sowas von verändern. Und wenn sie nicht bald anfangen, es zu tun, sondern weiter gern Zettel abtippen, weil das Geschäftsmodell der letzten 40 Jahre war, dann wird es existenziell. Und irgendwo dazwischen ist die Idee, an einer LOSCON zu üben, wie digitale Kommunikation geht. Was wir jetzt nicht gemacht haben, Datenaustausch ist hier, glaube ich, weniger direkter Datenaustausch, habe ich noch nicht erlebt. Das ist natürlich das, wo wir eigentlich am Basis hinwollen, dass das Geschäftsmodell sich so verändert. Aber dafür brauche ich vorher organisationale Themen, ich brauche Zusammenarbeitsthemen, ich brauche andere Formen von Vertrieb, ich brauche ein anderes Verständnis von Kommunikation. Ich muss zugeben, dass ich mit Hinz und Kunst kommuniziere, dass ich alle einlade und nicht ein zielgruppenorientiertes Format mache und schon weiß, wer kommt. All das sind Elemente, die für mich da eine Rolle spielen. Und es ist in meinem Verständnis eine andere Form von Business. Was ich 25 Jahre erlebt habe und von dem ich auch täglich lebe, ist nicht das Business, von dem wir hier über 12 Wochen Katas lernen wollen. Und ich bin sicher, wir sind noch nicht mal am Anfang, um zu verstehen, was da wirklich passiert. Das wäre jetzt meine Antwort, Klaus, als Mischung zwischen LOSCON und dem digitalen Ökosystem. Ich habe den Würfel hier. Und jetzt würde ich gerne auf LernOS kommen. Du hast vorhin mit Kontrolle gesagt. Ich finde, das LernOS ja das Spannende, auch eure Diskussion. Ihr habt ein unterschiedliches Verständnis. Du hast uns gerade gesagt, dass du wahrscheinlich ein anderes Verständnis hast als wir. Und Und wir tun uns ja auch gerade schwer, unseren Lernpfad, den wir jetzt gerade entwickelt haben, wir gehen jetzt auch an den Start nächste Woche, wie wir das tatsächlich vermarkten. Wir sind Energieversorger bei uns, muss vom Schalter bis hinten zur Lampe alles gut funktionieren, wenn nicht, tut's weh. So, also wir brauchen an einem bestimmten Punkt eine starke Kontrolle. Aber natürlich müssen auch wir jetzt gerade digitale Geschäftsmodelle entwickeln, da stehen wir hier vorne. Wir müssen ein gemeinsames Verständnis entwickeln, die Diskussion führen. Und da finde ich ja das LernOS-Format so spannend, dass man da eben verschiedene Sichtpunkte hat. Und ihr zwei müsst gar nicht das gleiche Verständnis haben von, was ist die Digitalisierungsagenda, was verstehe ich darunter.
aber was hast du dazu beizutragen und was kann ich davon nehmen? Und deswegen finde ich dieses Format so extrem spannend. Und ja, auch bei uns müssen dann am Ende viele Leute an den Schreibtisch, an die Werkbank und irgendeinen Schalter installieren, der dann funktioniert. So. Aber dieser Schalter wird bei uns auch anders oder sieht jetzt auch schon anders aus als vor vielen Jahren. Ja, wir schalten gerade so ein paar Kraftwerke ab, wir wollen trotzdem Geld verdienen. Und diese Modelle wollen entwickelt werden. Und dieses Verständnis, und da finde ich das LernOS ein ganz tolles Format, und wir tun uns trotzdem schwer, das bei uns in den Konzern so reinzubekommen, sagen, wir stehen hier vorne, aber ihr wollt eigentlich einen Lernpfad, nämlich Seite 3 und 5 lesen, 7 lesen, und dann gibt es noch einen Test und zum Schluss kriegt ihr ein Zertifikat. So, und dann, weil wir alle immer so gelernt haben, damit zum Schluss der Schalter funktioniert. Aber das wollen wir nicht mehr. Und deswegen finde ich das so spannend. Und ich finde die Diskussion gerade angefangen mit unserem in sich gefangenen Administrator, bis hin, wo es dann ging um Kontrolle, was du gerade gesagt hast, bis zu eurer Diskussion, unserer Diskussion hier gerade, diese Vielfalt, aber die wir brauchen, weil sonst können sich eure Kunden noch nicht mal mehr McDonald's zum Essen leisten. Das ist so. Und das müssen wir, glaube ich, irgendwie transportieren. Und da habe ich so mein Störgefühl noch. Ich weiß nicht, wie wir es machen. Der Thomas hat es sich noch online gemeldet. Ja, genau. Also erstmal, ich finde das auch ultra spannend, was wir hier gerade besprechen. Und der Christian hat mir gerade mit seiner persönlichen Situationsbeschreibung sehr aus dem Herzen gesprochen. Ich habe eine Frage zu dem Leitfaden selber. Das, was ich beim Überfliegen bisher gesehen habe, ist ja sehr strategisch auf Prozesse, Strukturen ausgerichtet. Ne? Also ich verstehe das sozusagen als den Ansatz, wie man sich als Unternehmen systematisch dieser Fragestellung von Ökosystemen nähern kann. Ist es möglicherweise auch noch eine andere Ebene, die dahinter steckt oder noch drinstecken kann, nämlich die der Befähigung? Also wie kriege ich die Leute eigentlich im Unternehmen damit befasst, sich in diesem Ökosystem nicht nur zu bewegen, sondern auch zu verstehen, was passiert? Ich meine, das macht die Sache nicht einfacher, aber ich bin eher dann bei der Frage der Arbeitsgestaltung. Oder ist das gar nicht Ziel dieses Leitfadens, sich damit überhaupt zu beschäftigen? Also ich habe immer so verstanden, dass jetzt, wie gesagt, ich bin, habe noch keinen Lernpfad durchgemacht und komplett, aber ich habe verstanden, dass es so ein Lernos gibt, da gibt es so die Grundlagen und dann gibt es verschiedene Leitfäden dazu, die dazu passen können, die das Thema voranbringen. Und in unserer Vorstellung ist das jetzt der erste Lernpfad und es könnten viele andere weitere Lernpfade ergänzen, wo dann verschiedene Facetten tiefer kommen, wo dann vielleicht wirklich das Thema ist, wie gestalte ich jetzt mein digitales Ökosystem oder wo die Facette kommt, die du jetzt gerade gesagt hast, wie arbeite ich an einem digitalen Ökosystem mit. Bei uns geht es jetzt wirklich, so wie hier in den Raum, erst einmal überhaupt in das Gespräch zu kommen und sich Gedanken zu machen und ein Gefühl zu kriegen, ist es jetzt ein digitales Ökosystem oder nicht, beziehungsweise wahrscheinlich ist irgendwie, kann man alles irgendwie reininterpretieren, dass eins ist, aber sich einfach damit auseinanderzusetzen. Die Welt ist nicht nur um mein Unternehmen steht alleine da, sondern wir sind vernetzt miteinander und der Kern von digitalen Ökosystemen ist ja immer, alle arbeiten an einem gemeinsamen Thema zusammen auf einer quasi digitalen Plattform so irgendwie und man will das voranbringen und auch das ist so, Flixbus ist total einfach so das Beispiel, ich vermittle die Busfahrten und das ist das digitale Ökosystem, das rein digitale und die Leistung, die hinten raus erbracht wird, das analoge, wie jetzt ich fahre mit dem Bus, das ist nicht jetzt zwingend mehr Bestandteil vom digitalen Ökosystem, aber das wird gehandelt im digitalen Ökosystem und da wird miteinander vernetzt. Also hier ist wirklich noch nicht zu viel drin, sondern erst einmal wirklich Verständnis zu kriegen, was ist das irgendwie und sich damit auseinanderzusetzen. Wenn die Teilnehmer, die das den, ja, ich kriege das schon hin. Ja, aber das ist, glaube ich, der zweite. Ah, der ist genau super. Hört ihr mich? Versteht ihr mich? Ihr seht mich nur nicht. Doch, was auch sehen tut, könnt ihr mich auch. So, also, und wenn die Teilnehmer sich nach der Hälfte der Module in ihre eigene Story verlieren, weil sie andere Themen haben, die plötzlich wichtig sind und eure Module hinten runterfallen lassen, super. Ja, also das, was wir können nicht kontrollieren, was hinten rauskommt. Sie können keinen Abschlusstest machen und das finde ich auch wieder so ein spannendes. Ich habe ganz viele WOL-Circle und LernOS gemacht.
spätestens nach der Hälfte war das egal, weil wir an uns gearbeitet haben, miteinander gab, ganz andere Themen, private Themen hatten. Und das finde ich das Spannende. Es ist sehr schön, in dem Kreis von LernOS-Expertinnen diesen Diskurs zu führen. Ihr wisst gar nicht, wie unterschiedlich das ist, wenn man es mit Menschen diskutiert, die nie mal wissen, was Peer-Learning ist. Ja. Aber ich würde die Frage von Thomas, also erstens, du hast uns komplett durchschaut. Und wenn du den Beginn unserer Sitzung, es ging um den Aufbau von Kompetenzen. Es ist schon das Ziel, dass die Leute anschließend zumindest angeregt waren, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was man als gemeinsames Verständnis von digitalen Ökosystemen im Jahr 2023 teilen kann. Das ist schon die Idee. Und Thomas, für mich ist es vergleichbar mit dem LernOS Diversity und Inclusion. Den habe ich gemacht als neuer Leiter Diversity und ich hatte eigentlich keine Ahnung, was es ist. Und nach den 12 Wochen ging es mir besser, weil ich eine Basis hatte, weil ich Quellen gelesen habe, weil ich ein Verständnis hatte. Und natürlich habe ich in den 12 Wochen mit meinen 4 Mitlernenden über meine persönlichen Situationen, wir haben über das Auswirkungen dieses Themas, wir haben gestritten darüber. Von daher ist es nicht zu trennen. Aber ja, und da bin ich bei Angelika, es ist eine Basisvermittlung von etwas, was wir glauben, was wir als Kompetenz möglichst schnell bei möglichst vielen haben. Und Joachim, ob die dann ab Woche 4 ihre Katas noch machen oder nicht, wäre mir egal, wenn sie sich über 4 Wochen mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ist schon was passiert. Und Zertifikat, wir haben noch nie über Zertifikate geredet, aber das halte ich für nein. Und es wird auch keine Kontrolle geben, wer hat ihn gemacht. Also zumindest nicht, wenn ich was zu sagen habe. Dann aber die Dynamiken sind nicht auszuschließen, dass dann meine Geschäftsleiterin auf die Idee kommt, jetzt wäre es nur gut, wir hätten eine Kontrolle, alle, die haben teilgenommen, ich will die Dynamiken nicht ausschließen, aber als AutorInnen-Team würde ich sagen, nein, bitte kein Zertifikat damit verbinden. Ich glaube, wir hatten, wer hat sich zuerst gemeldet? Ja. Also ich finde, was wir hier noch ein bisschen anschauen könnten, oder einfach so ein bisschen mir so durch den Kopf geschossen ist. Zum einen haben wir ja diese Lernleitfadenerstellung und wir denken Peer Learning, wir denken unternehmensübergreifend. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine Mitarbeiterin bei der DATEV und wie ihr sagt, beschreibt, Peer Learning ist jetzt nicht so meins und ich würde da so einen standardisierten Leitfaden in Anführungszeichen bekommen, dann würde es mir vielleicht helfen, wenn ihr bei diesem, in Working Out Loud gab es dieses Learn More, oder wenn du nur 15 Minuten hast, dass man zumindest in diesem Teil so spezifisch so ein paar DATEV-Definitionen reinnimmt. Also gerade wenn ihr zwei schon ein Thema habt, dass man so diesen Transfer nochmal zusätzlich unterstützt. Ich denke jetzt gerade so ein bisschen an den Leitfaden, den der Alpa Aslan entwickelt hat, grundsätzlich für die DATEV zum Thema UX Research, der aber offen verfügbar ist. Da waren halt Links drin, die dann für die DATEV intern funktioniert haben und hat aber die Links rausgenommen im öffentlichen Leitfaden. Und sowas könnte ich mir auch reverse für das Ding noch vorstellen. Und zweiter Gedanke noch, wir hatten bei den, wir haben gesagt, Kata 0 und Kata 1 und ich weiß jetzt nicht mehr, ob die Definition in Kata 2 ist. Ich warne immer davor, bringt die Definition für die Überschrift nicht zu spät, weil die Leute sind eine Woche lang und müssen eine Woche die Zeit überbrücken und müssen eine Woche lang entscheiden, ob sie nächste Woche wieder auftauchen. Und gerade am Anfang ist das echt ein Thema. Das heißt, lieber direkt am Anfang das Thema reinbringen, um was geht es, als zu langsam aufbauen. Das ist so, das, was ich so als Gedanken noch dazu hatte. Ja, danke dir. Ich würde gerne nochmal in 2 Sätzen wiederholen, ob ich das verstanden habe, was digitale Ökosysteme sind oder die Zielsetzung dahinter. Also bei mir ist angekommen, dass es das Ziel ist, quasi mit Digitalisierung oder mit digitalen Prozessen Prozesse effizienter zu gestalten. Und der LernOS soll dazu helfen, Menschen in Organisationen, ob intern oder extern, dazu zu bringen, sich mit den Themen gedanklich auseinanderzusetzen, um dann gemeinsam einen digitalen Geschäftsprozess zu entwickeln, der effizient ist. Bis zum letzten Punkt, da würde ich nicht mehr. Okay. Also effizient. Ob die das dann machen? Okay. Aber es wäre zumindest eine Plattform. Gut. Dann und vielleicht nochmal. Zu dem Thema Digitalisierung und digitale Ökosysteme, da geht es ja auch am Anfang darum, so wie ich das jetzt als Laie verstanden habe, ist das eigentlich die, also wenn man es jetzt bei dem Musikbeispiel denkt, ne, dann war die CD die Digitalisierung und das ist aber noch nicht so die grundlegende Veränderung, aber jetzt sowas wie Spotify,
dass ich sozusagen das in einer ganz anderen Form sozusagen konsumiere. Also sozusagen, genau, also eben nicht nur Prozesse digital zu denken und effizienter zu denken, sondern wirklich so diesen Ökosystemgedanken aufzugreifen, zu sagen, wir entwickeln gar nicht mehr alles selber und wir befinden uns sozusagen in einem Netzwerk und da können wir unterschiedliche Rollen einnehmen. Und ich glaube sozusagen dieser Perspektivwechsel, das ist, glaube ich, das, was man sozusagen auch anregen muss oder kann, weil einerseits kennen wir das, glaube ich, so aus dem privaten Kontext, so Airbnb oder Amazon und hinterfragen das oft gar nicht, sondern wir sehen, das ist eine Webseite, aber es ist ja zum Beispiel Amazon, das haben wir auch als Beispiel mit drin, ist ja, da kann ich ganz viele Sachen auch vom Marketplace einkaufen, da denke ich, ich kaufe bei Amazon, aber eigentlich schickt es mir jemand anderes und so und sozusagen diesen Perspektivwechsel, wenn man das so ein bisschen antriggert, das wäre aus meiner Sicht das Ziel. Ja. Das wäre jetzt eben meine Idee auch gewesen, dass man sich auch mal überlegt, also in welcher Form entstehen dann solche Geschäftsmodelle? Ist das über eine Kundenabfrage? Das heißt, habe ich die Perspektive des Kunden eingenommen und überlege mir Fragen dem Kunden oder dem Partner gegenüber, was brauchst du denn? Was macht deinen Prozess letztlich dann auch digitaler oder besser oder wie auch immer? Und das andere ist natürlich meine eigene also Unternehmersicht, in der ich sage, ich schaffe mir im Unternehmen einen Mehrwert mit der Entwicklung eines eigenen Geschäftsmodells und muss aber auch die Kundenbedürfnisse wissen. Und ich weiß nicht, wo ich das in diesem Leitfaden finde, weil das sind schon Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigen könnte in so einem Rahmen. Ich mache mal zwei Antworten. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welcher Charta. Es gibt aber Chartas, wo die Frage ist, was macht es mit mir? Weil wir ja aufgrund der Zielgruppenoffenheit gar nicht wissen, mit welcher Haltung jemand, also in welcher Rolle er es jetzt liest. Wir haben zum Beispiel jetzt große Erfahrungen, dass wir mit einem Partner zusammenarbeiten. Der hat ein durchaus Kernthema, die Grundsteuer. Manche von euch haben das ja mitbekommen. Da haben wir mit einem Partner zusammengearbeitet und die haben eine andere Form von Service geleistet. Und unsere Kunden waren nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie die Service leisten. Und dann mussten unsere Service-Mitarbeiter denen helfen. Das führte jetzt nicht zu einem glücklichen Moment, ob das zukünftig toll ist, dass er mit 200 Partnern, die mit einem anderen Serviceverständnis arbeiten. Und es sind ja unabhängige Unternehmer, die entscheiden halt anders, wie sie ihren Service gestalten, wie wir. Ist aber ein Dach und wenn wir denen das gemeinsam anbieten, sogar alternativlos anbieten, dann haben wir plötzlich eine Situation und dann ist die Service-Mitarbeiterin plötzlich vom Ökosystem betroffen, wo sie weder was entschieden hat, noch was reflektiert hat, noch einen Geschäftsprozess. Also sie ist mittendrin. Und es ist schade, dass der Gerd gegangen ist, dieser Geschichte, Gerd Stumm von SAP, dieser Geschichte ging voraus. Ich war in einem Shadowing-Programm von der SAP. SAP hat beschlossen, sie machen Shadows. Das heißt, man kriegt einen Partner und ich durfte Felix Harling, der auch hier ist, durfte ich als Shadow begleiten. Und ich habe dann gesagt, komm Felix, wir machen zusammen einen Lerncircle. Sichtbarkeit und Vernetzung und mein Ziel in dem Lerncircle, ich will das Thema Ökosystem besser verstehen. Und dann hat mich Felix mit SAP-Managern zum Thema Ökosystem vernetzt. Und jetzt kann man schon sagen, wer SAP und Dativ kennt, ist die SAP die jüngere, viel, viel größere Schwester, aber unsere Geschäftsmodelle haben doch relativ viele Parallelen. Wenn ich dann mit Managern spreche von einem weltweiten Konzern, die Ökosystem machen, da merkte ich, okay, da ist noch ein bisschen was in deren Punkt, was mit unserem natürlich korreliert, wie benennen die ihre Partnermodelle, du hast von drei Ebenen gesprochen, die SAP hat auch gerade ihre neu benannt, also gibt es ganz viele Parallelen, aber natürlich ganz viel anderes. Das würde ich mir wünschen, dass meine Kollegen mit Menschen zusammenkommen, die aus ihren Ökosystemen Erfahrungen teilen, wo es Übertragbarkeit gibt oder nicht. Und deswegen auch die Adressaten, die sollten sich da treffen. Da sollte ein SAP-Mensch mit einem DATEV-Mensch und jemand aus eurer Organisation treffen und sagen, bei mir ist es so. Und wir dachten, Musik ist ein kleinstes gemeinsamer Nenner, da dürfte keiner sagen, er hat es noch nicht mitbekommen, dass sich das mit der Schallplatte und der CD und irgendwie, das ist jetzt was, wo wir glauben, Lebenswelt hin und Aufgabe her, das sollte ein gemeinsam getragener, kleinster, gemeinsamer Erfahrungsnenner sein, um so einen Einstieg zu machen. Aber ganz ausdrücklich nochmal, nicht um über den Lernpfad die Geschäftsprozesse zu machen, zumindest nicht direkt als Ziel, dass das natürlich vielleicht auch tolle Menschen befähigt, unsere Geschäftsprozesse. Aber das wäre jetzt nicht... Basisziel ist Kompetenzaufbau bei diesem Thema, gemeinsames Verständnis, unterschiedliches Verständnis explizieren und damit überhaupt, wenn wir nicht drüber geredet hätten, wären wir beide im festen Glauben gewesen, wir haben das gleiche Verständnis. Es gab keinen Grund, das zu hinterfragen, außer es zu explizieren und sie mir zuhört und sagt, nee, das ist aber jetzt anders. So, und das, die Chance, Menschen zu gönnen, das wäre im Prinzip der Punkt und
da wir die Dativlastigkeit ja schon durch das Organisationsteam deutlich machen, das zu verändern. Also dass wir jetzt mit diesem Lernpfad möglichst schnell in vielfältige Dimensionen kommen und Energieversorger fragen, die auf den ersten Blick ganz anders sind und auf den zweiten Blick vielleicht doch ganz anregende Parallelen haben könnten. Oder mit Digital Workplace ExpertInnen das zusammen zu tun, das fänden wir gut. Und in welchem Vertriebskanal, Olli, das ist, wir haben einen am 19.07., wenn da keiner kommt, dann war es kein guter Vertriebskanal. Aber bislang bin ich hoffnungsvoll, dass wir zumindest mit, weiß nicht genau, was Simon will, wie viele Piloten braucht, aber 3, 4 Circles oder 10, glaube ich sogar, ist, glaube ich, die Idee, bevor man es veröffentlicht. Also ob wir die 10 jetzt schaffen, weiß ich nicht, aber das werden wir zumindest versuchen. Magst du noch was sagen? Ich glaube auch, dass ihr eine größere Nummer braucht, weil der Dropout gerade in so Pilotierungen ist schon relativ hoch. Also ich habe jetzt das Zettelkastenprinzip mit pilotiert, war bei der Pilotierung für die digitale Zusammenarbeit dabei und das ist nochmal was anderes, weil du natürlich über ein paar Sachen einfach auch noch stolperst und auch noch anders mit den Sachen umgehst, wie wenn du dich von vornherein komplett quasi sagst, okay, ja genau, das brauche ich jetzt und das löst einen Need, den ich in meinem täglichen Business habe. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch so ein Thema, wenn wir über Getting Things Done reden, wenn wir über OKRs reden, dann reden wir immer Sachen, die direkt irgendwo im Alltag integrierbar sind, übbar sind. Bei digitalen Ökosystemen kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus. Inwiefern ist da wirklich auch so dieser Transfer in den Alltag? Also was zwischen, also ich möchte mich 12 Wochen mit etwas beschäftigen und was habe ich hinterher als Ergebnis davon in meinem Alltag spürbar? Und das wäre vielleicht bei Aufgaben oder so einfach nur gut, so ein paar arbeitet raus, was für euch die Vorteile sind, was hat euch diese Definition jetzt gebracht, was hat es im Verständnis verbessert, solche Aufgaben reinzunehmen und so diese Reflexion und so dieses Bewusstsein nochmal zu stärken. Okay, das habe ich wirklich jetzt mitgenommen. Ja, voll gut, danke dir für den Impuls. Vielleicht mit Blick auf die Zeit und auf die Temperatur. ein Vorschlag zum weiteren Vorgehen und dann könnt ihr gerne sagen, was das bei euch auslöst. Vorschlag wäre, wir schauen jetzt sozusagen die Katas, die es schon gibt, noch an, um einfach auch so diese Vorstellung noch ein bisschen zu konkretisieren. Was gibt es da schon oder was sind so unsere Gedanken? Und dann wäre es, glaube ich, nochmal ganz spannend, auch in der Runde zu gucken, ihr habt es jetzt dann irgendwie 1,25 Stunden gehört. Ihr müsst natürlich nicht jetzt direkt sagen, ich bin dabei und schreibe diesen Leitfaden weiter. Aber ich glaube, es wäre für uns schon ganz spannend, mal so eine erste Resonanz. Okay, ich sehe da für mich irgendwie Anknüpfungspunkte oder ich sage, ne, hier gab es ja auch schon so ein paar Statements zu sagen, das ist irgendwie ein spannendes Thema, dass man so ein bisschen mal gucken kann, so was ja unser Ziel ist. Erstens, habt ihr vielleicht Interesse beim Piloten mitzumachen oder habt ihr vielleicht auch Interesse, sozusagen diesen Leitfaden weiter zu gestalten? Das wäre, glaube ich, so ein ganz guter Abschluss. Passt das für euch? Dann würde ich sagen, Andrea, magst du weitermachen mit den, oder der Olli hat noch einen Einwurf? Nein, kein Einwurf. Auch vielleicht mal den Ausblick, den Zeitplan, bis ihr, wann ihr den Lernpfad fertig abschließen wollt, wann ihr starten wollt mit den Gruppen entsprechend, wann ihr die Leute braucht. Genau, das können wir eigentlich gleich machen. Also starten wollen wir nächste Woche tatsächlich mit den Piloten, also am 19. das DigiCamp, was der Christian angesprochen hat, und das ist sozusagen bewusst ein Raum, wo Leute von intern und auch extern kommen. Wenn ihr einen Discord-Channel guckt, könnt ihr euch auch einfach anmelden. Das ist eine Online-Veranstaltung, ist vielleicht auch so einfach ganz interessant, so zu gucken, was da dabei ist. Es ist eine bunte Mischung, aber eben auch so dieser Kick-Off für die Circle. Und da haben wir sozusagen unterschiedliche Dinge im
Angebot, aber auch den Lernpfad zu den Ökosystemen. Also das wäre sozusagen der Punkt, wann wir starten wollen. Und unsere Idee war, wir haben jetzt die ersten 4 Wochen, das heißt, wir haben 4 Wochen Vorsprung und wir haben sozusagen schon die Überschriften für die 12 Wochen, dass wir sozusagen immer mit so ein paar Wochen Vorlauf sozusagen dann die anderen Wochen erarbeiten. Und es ist halt jetzt sozusagen in diesem bisschen rohen Zustand in Concept Board, aber wir haben gesagt, das ist eigentlich perfekt für den Pilot, dass wir dann gleich sozusagen Rückmeldungen einarbeiten können und sozusagen die Idee weiterentwickeln können. Joachim, du hast eine Frage. Das heißt, ihr seid noch gar nicht fertig mit der Entwicklung, sondern okay, wir haben seit 1,5 Jahren wurschteln wir jetzt rum und wollen das rundum perfekt fertig machen, 110%ig. Und habe schon lange das Gefühl, ich glaube, wir in der Gruppe müssten längst raus. Das hat bei uns politisch auch so Gründe, warum wir noch nicht raus können, weil bestimmte Sachen noch nicht veröffentlicht werden dürfen. Aber ich finde das gar nicht doof, weil es erhöht, glaube ich, so den Druck. Nee, ich versuche jetzt euch einfach nur Mut zuzusprechen, obwohl ich weiß, dass das nichts wird. Aber tatsächlich eine ganz andere Herangehensweise, als wir gemacht haben. Wir drehen noch eine Runde und perfektionieren noch und nochmal und jetzt eine Studentin nochmal dran und nochmal. Und ich glaube, wir fallen das so schön, dass es so allglatt ist, dass es runterfällt. Aber ich bin mal gespannt, dann tauschen wir uns aus über eure Erfahrungen und unsere Erfahrungen. Ja. Also vielen Dank. Auch nicht zufällig sind wir heute hier. Weil wem kann ich anbieten, in einem Lernpfad als Praxisbeispiel einbringen, die Menschen, die selber schon mit Lernpfaderstellungen Erfahrung haben. Und ich bin ganz offen. Das Kontinentalökosystem ist mir jetzt nicht ans Herz gewachsen, aber ich bin sicher, wir können voneinander lernen. Und ich bin mir sicher, dass wir auch von der EMBW lernen können. Und ich bin mir sicher, dass diese Form von pragmatischem Einstieg besser geht mit Menschen, die schon einen Lernpfad gemacht haben, die dann schon sagen, seid ihr wahnsinnig. Und ihr seht, das ist das Konzeptboard, mit dem wir nächste Woche rausgehen. Wenn ihr das Gefühl habt, geht so nicht raus, weil es fliegt euch um die Ohren, dann würde ich um einen freundlichen Hinweis bitten. Ansonsten ist es der Weg, das zu tun, schon deswegen, weil wir ohnehin schon mit einer hohen Datenlastigkeit unser völlig verzerrtes Weltbild, das wird ja nicht besser, wenn wir noch 3 Schleifen drehen. Die Gefahr steigt, da kommen wir ja nicht raus. Und bei uns ist es jetzt so ein bisschen anders, weil jetzt ist nach 3 Jahren eine gemeinsame Sprache da. Wir können jetzt raus und jetzt müssen wir auch raus, weil das Ökosystem wird sich weiterentwickeln, ob mit Lernpfad oder ohne. Und wenn ich in 2 Jahren mit ihm komme, dann ist die Welt vielleicht, und ich habe es gestern an 2, 3 bin in Gesprächen gehabt, es gibt das Gefühl, dass die Peer-Learning-Organisationsreife jetzt da ist. Also nach guter Vorarbeit von 5, 6 Jahren und Basisarbeit könnte es jetzt sein, wenn das Management das ernster nimmt als Möglichkeit zur Kompetenzentwicklung. Dann könnte da ein Hebel sein und dann ist es wurscht, ob das schon fertig formuliert ist oder nicht. Dann ist auch die Frage, ob die schon in Woche 0 verstehen, was ein Ökosystem ist, gar nicht so wichtig, weil die wollen ja dann. Und verstehen tun wir es alle noch nicht und in Woche 3 sind sie weiter. Das wäre die, und dann ist gar nicht die Frage, dass der Dropout schon deswegen kommt, weil sie es nicht verstehen, sondern ich hoffe, dass die Ersten mitmachen, weil sie halt wollen, bei dem Thema ein Stück weit weiterzukommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir die 10 kriegen, um dann im Herbst loszugehen, aber meine Vorstellung wäre, im Herbst größer zu werden. Also im Herbst dann viel, viel mehr KollegInnen einzuladen und da muss das Ding schon noch besser werden, wie das, was wir jetzt als Reife anbieten können. Da sind wir uns auch sicher, aber wir glauben eben, dass es durch das Tun und das Feedback von den Menschen, die ihren Piloten auch mit dem Bewusstsein einer Pilotteilnahme teilnehmen und dann nicht erwarten, dass es schon fertig ist, dass die Chance dann steigt. Das wäre zumindest die. Aber was sagen die Erfahrenen? Ich habe schon einen auf die Welt gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob Thomas schneller war, aber ich wollte nur ganz kurz ergänzen. Vielleicht ist es ja auch Teil der Katas, dass die Begriffsbildung Ökosystem entsteht. Und dass ihr das als was Lebendes betrachtet, was sich weiterentwickelt. Das ist die Gefahr, glaube ich. Und wir sind ja hier im LernOS-Universum und auch im Barcamp-Universum, dass wir in dieser permanenten Beta-Welt auch agieren und miteinander lernen. Dass man sich traut, die Dinge erstmal online zu stellen, auch wenn sie vielleicht nicht hochglanzgebügelt sind, sondern dass man gemeinsam auch sieht, okay, da hat der Lernpfad Schwächen, da müssen wir dran arbeiten. Aber dass man erstmal was hat, an dem man ansetzen kann. Deswegen bin ich auch immer derjenige, der sagt, okay, natürlich kann das noch besser formuliert sein vielleicht, aber geht erstmal raus, probiert es aus gemeinsam, macht einen Piloten und stellt dann fest, ist der rote Faden sauber? Funktioniert das so mit den Kata-Übergängen? Weil du kannst sehr, sehr viel vorbereiten und feinschleifen und dann kommt trotzdem jemand von der Seite und sagt, ja, aber die Perspektive ist da irgendwie nicht drin und ich komme da gar nicht durch und ich verstehe die Kata überhaupt nicht. Könnt ihr da nochmal ein bisschen erklären dahinter? Oder man sagt, ihr als Pilot geht da rein und entwickelt das sogar ein Stück weit mit
formuliert die Sachen um, macht die Katas ein bisschen tiefer oder macht optionale Katas dazu. Ne? Also eher so dieses Miteinander weiterentwickeln, das wäre so meine Devise dahinter. Und denn jetzt bin ich auch schon wieder ruhig. Die Yvonne hat sich gemeldet, aber vorher, dass wir die Leute online nicht vergessen, Thomas und Torben hatten sich jetzt schon gemeldet. Dann würde ich sagen, Thomas, starte du gerne. Ja, danke dir, Simon. Simon, ich habe eine kurze Frage zur Orientierung. Also du hattest ja jetzt gerade eben auch nochmal gesagt, dass ihr ja verschiedene Formate nutzt für euch, auch um in eurem Teil des Ökosystems da zu agieren. Ich habe mich unabhängig jetzt von der Runde hier angemeldet bei dem bei der Learning Circle Experience bei DATEV. Ist das das, was du eben meintest? Also ist das ein Teil dessen hier oder ist das was Separates? Das ist genau ein Teil dessen. In der Learning Circle Experience am zweiten Tag am DigiCamp 11 Uhr laden wir zum Peer Learning ein. Und wir werden dieses Mal zu den bereits vorhandenen LernOS-Lernpfaden, die optional zur Verfügung stehen, auch den Pilot-Lernpfad vorstellen und sagen, wer Lust hat, geht da mit. Und ich werde mich sicher als einer der Piloten für einen Lernpfad-Circle melden und vielleicht die anderen auch. Und dann haben wir schon vier, die dann anfangen. Und es kann aber auch sein, dass dort jemand einfach Sichtbarkeit und Vernetzung wählt oder Getting Things Done und mit dem Lernpfad geht, dann nötigen wir dem nicht den Lernpfad digitales Ökosystem auf, sondern wir haben da so eine Concept-Bob in der Blumenwiese und haben jetzt bei 3-4 Kickoffs gemerkt, es ist gut, wenn jemand in den Lead geht, also ich möchte Getting Things Done und dann bilden sich um diesen Menschen 3-4, die mitlernen. Und meine Vorstellung ist, dass in der Blumenwiese halt 3-4 Mal oder je nachdem, wie viel kommen, die letzten Male waren wir nur 30, da brauche ich jetzt nicht so wahnsinnig viele, wir waren aber schon mal 100 beim Diversity Lernpfad haben wir 100 Menschen geschafft, um zusammen zu lernen. Und die Kollegen bei der SAP sind inzwischen ja bei 300. Die haben ja Kickoffs gemacht, wo sie in Lernpfade 300 jetzt schon aktiviert haben. Ich hoffe, weiß nicht, wie viel kommen. Aber es ist genau das, Thomas, wo du dich angemeldet hast. Und anmelden haben wir im Prinzip, du meldest dich zum DigiCamp an und kommst im Learning Circle Experience. Und hier in diesem kleinen Kreis, die Teams-Link, die wir in dem vorher geteilten Magazin haben, die sind offen. Ihr könnt da einfach teilnehmen, ob ich eure E-Mail-Adresse, ich brauche da nur die E-Mail-Adresse, um euch für die Boxenstops einladen zu dürfen, weil sonst flippen meine Datenschützer aus, wenn ich euch die einfach so schicke, ohne dass ihr eine Einverständniserklärung habt. Deswegen brauche ich da eine Anmeldung und die muss nach allen Kriterien der DSGVO so sein, dass wir damit leben können. Deswegen gibt es da eine eigene Anmeldung. Aber der Teams-Link funktioniert auch und es ist auch ein ganz normaler Teams-Raum, so wie hier auch. Und wir arbeiten mit dem Concept Board für den Kickoff. So ähnlich wie heute. Weil ich finde das wirklich genial, dass ihr das Thema hier zugänglich macht und ich würde da wirklich gerne mitwirken. Ja, super. Und es ist exakt so, wie Marcel beschrieben hat. Die Idee ist, dass die Pilotteilnehmer eingeladen sind, alles zu überdenken und zu fragen. Also wir sind nicht sicher, ob die gewählten Katas jetzt dahin führen. Wir sind ja nicht mal genau sicher, wo es hinführen soll. Die Frage ist, die Basiskompetenz gilt zu erhöhen und die erhöhe ich mit unterschiedlichen Kata. Wenn die Katas, die wir geschrieben haben, aber nicht einladen und so weitermachen, dann müssen wir sie anders formulieren. Und das können wir nicht mehr selber, weil das sind wir natürlich auch mit unserem Fokus völlig uns interessiert, das Thema ja. Von daher ist die Frage, ist die Kata einladen genug? Nicht mehr sind wir die nicht mehr die richtige Zielgruppe. Und ihr könnt es wirklich weiterteilen. Der Link ist jetzt nicht nur für euch. Dieser DATEV.de DigiCamp-Link ist, und wir haben 400 Anmeldungen seit gestern übrigens. Wir haben intern fast verdoppelt, von den 200 jetzt auf 400 seit. Ist so ein bisschen die Frage, beim 12. Mal droppt sich so ein Format aus. Aber es ist so, dass wir für das Format an sich ein Interesse haben und davon halt 10 Alternativen gehen dahin. Christian blüht auf. Genau, wir haben noch die Yvonne hat es sich ja gemeldet und aber ich glaube vorher tatsächlich noch der Torben online. Gerne du, Torben. Ja, ich hoffe, ich bin zu verstehen. Super, ja. Klappt. Genau, ich wollte nochmal einwerfen, die Erweiterung oder wo ich dachte, dass es auch hingeht, ist so der Bereich Bildungsökosystem. Und in dem Zusammenhang habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht und auch die Anja C. Wagner, die gestern was vorgetragen hat zu diesem Women's MOOC, die hat auch viel über ja, Bildungsnetzwerke nachgedacht.
macht, aber auch so in Verbindung von Universitäten, aber auch lokaler Wirtschaft und wie kann sowas zusammengehen. Genau, das habe ich hier nochmal verlinkt im Concept Board unter, was ist unter dem Kata 2 oder 3, was sind digitale Ökosysteme, nochmal als Ergänzung, dass man vielleicht auch auf sowas gucken könnte. Das ist geteilten Bildschirm jetzt weiter unten und ja, wollte diesen Aspekt nochmal einwerfen, also abseits von konkreten Geschäftsmodellen auch so die Frage, wie kann vielleicht auch in einer Region so ein Ökosystem aussehen, wo sich eben die unterschiedlichen Akteure vernetzen und ja, auch dort miteinander partizipieren, also Hochschulen mit Wirtschaft und so weiter und so fort, ist nochmal eine andere Ebene, aber ich wollte sie hier nochmal einbringen. Und ganz ausdrücklich, es ist nicht eine andere Ebene und es würde genau bedeuten, dass jemand genau eingeladen ist, sich in dem Lerncircle mit dieser Form von Vernetzung einzubringen. Wir haben als Organisation Kooperation mit Hochschulen und auch da habe ich das Gefühl, wir müssen dringend auch in den Schulen ein Verständnis von digitalen Ökosystemen vermitteln, weil die sollten ja unsere Kinder darauf vorbereiten, dass sie in solchen digitalen Ökosystemen auch mal irgendwann überleben können. Das heißt, ich fände einen Austausch in jeder Form da ganzheitlich sinnvoll, weil das passiert im Schulsystem von selber nicht. Wir haben ein 1850 entwickeltes Schulsystem und das macht fleißig weiter so, als ob sich nichts geändert hätte. Und die, die dort arbeiten, sind gehalten, es zu halten, so wie es ist. Und daraus Irritationspunkte zu machen, finde ich, ist gar keine andere Ebene. Es ist wunderbar, wir werden nur nicht oben drüber schreiben, dass es für Bildungsnetzwerke ist, aber es schließt sich überhaupt nicht aus, dass die Katas genau in die Richtung gehen. So, jetzt die Yvonne. Hallo, ich habe das Ganze verfolgt und ich finde auch, die Katas haben einen roten Faden, also das sehe ich auch. Aber ich hatte so bei dem vierten Kata den Lichtblick, habe ich gesagt, oh, da hatte ich meine Motivation und ich muss jetzt sagen, jetzt musste ich bis zum vierten Kata warten für die Motivation. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Da sollte man vielleicht nochmal von meiner Sicht aus drüber gucken. Ja, weil die Motivation natürlich das Wichtigste ist. Ja, die Erwartungen, die Chancen, die Risiken von diesen Ökosystemen, die mich halt dazu bringen, dass ich einfach da auf das Thema mich einlasse, dass das überhaupt für mich wichtig ist. Ja, das, weil wenn ich meinen Schülern jetzt vorsetzen würde, irgendwas jetzt Thema XY und dann sagen würde, ja, das ist so und so, das definiert sich so und so, dann sitzen sie dann da und dann denken sie, ja, jetzt hat sie wieder was Nettes, ne? Also ich muss denen schon irgendwie mit Motivation kommen, sonst hänge ich da und erzähle irgendwas. Okay, das war nur mein Einwand. Ja, cool, danke dir. Genau das ist ja auch das Ziel, das Ganze jetzt so ein bisschen zu kneten und mal zu gucken, wo ist da eure Resonanz vom Gefühl her. Wir haben jetzt noch 18 Minuten. Ich glaube, wenn wir jetzt noch so eine Abschlussrunde machen, wo jeder, der Lust hat, nochmal sagen kann, hey, ich habe da irgendwie Lust, das interessiert mich, dass wir das so ein bisschen einfangen können. Gerne natürlich auch nochmal im Nachgang auf uns zukommen. Das wäre aber, glaube ich, sehr wertvoll sozusagen und ich glaube, dann ist sozusagen der tiefere Blick in die Katas, entweder wenn ihr sagt, ihr wollt es einfach ausprobieren, passiert es ja sowieso, oder wenn ihr sagt, ihr wollt es sozusagen noch stärker mitgestalten, dann würde ich da jetzt so zum Abschluss noch den Fokus legen, geben, nochmal jetzt den Raum zu geben, der sagt, hey, ich finde die Idee spannend und ich habe da Lust, weiterzudenken, ja. Und ich habe vielleicht noch eine Frage. Wir haben es ja jetzt so aufgebaut, dass wir bei jeder Kata so einen kleinen Grundlagenteil haben und dass es nicht so viel auf einmal ist. Deswegen kommen die Chancen und Risiken erst in der Kata 4 dran und nicht gleich ganz am Anfang, wo wir dann erstmal angefangen haben, wie bettet sich eigentlich digitale Ökosysteme ein in der digitale Transformation. Da entsteht eben dieses Thema neue Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle, neue Ideen eben durch die Technologie. Und baut sich so auf. Die Frage ist jetzt, wo ich mich auch immer hin und her, gibt es am Anfang lieber einen etwas längeren Grundlagenteil, wo jetzt von unseren vier Katas diese kompletten Text eben dasteht, die Infos mit den Links dazu,
und dann halt nur die einzelnen Katas mit den Fragen dazu, die dann sagen, ihr habt den kompletten Grundlagenteil am Anfang gelesen, jetzt schaut euch nochmal Teilaspekte davon an, oder ist es besser, wegen einem Text zu haben, Grundlage, und dann die Fragen dazu und gar nicht sowas, eine lange Liste. Das würde mich auch mal interessieren. Genau, weiß nicht, da dazu noch Gedanken oder gerne auch noch Gedanken sozusagen zu dem Gesamtkomplex. Ich habe noch einen Gedanken zu den Katas, die die Fallbeispiele betreffen, also so ab Kata 9, 10 in der Richtung. Vielleicht Visualisierungsbeispiele, Möglichkeiten des Ökosystems darzustellen. Ich weiß nicht, ob das auf Post-its-Grundlage entstehen soll, aber ich kann mir da super Lego Serious Play vorstellen, Sketchnoting, alles, was so da ist, um diese Ökosysteme auch irgendwie so zu visualisieren und beschreibbar zu machen. Vielleicht auch mit einem Podcasting, sowas in der Richtung. Ich glaube, das würde dem Lernpfad nochmal so einen Anstoß geben, zu sagen, auf welche Mittel kannst du zurückgreifen, um dieses Ökosystem zu beschreiben, um auch die technischen Kompetenzen dahingehend auch zu untermauern, Stichwort versteckter Lehrplan, gewisses Wissen auch wieder zu dokumentieren und auch greifbarer zu machen, dass man nicht wieder von vorne anfangen muss. Was hat man sich denn dabei eigentlich bei dem Ökosystem gedacht? Ja, cool, danke dir. Ich glaube, wir hatten auch schon mal so das Thema Visualisierung, weil wir gesagt haben, das ist auf jeden Fall sehr mächtig, und ich finde auch, viele Beispiele werden eigentlich erst greifbar, wenn man das sieht, auch so die Fülle, was sind da für Partner, wie hängt das zusammen, so was gibt es da für Interaktionen. Du, Benedikt, hast auch hier. Mir ist nur ein Gedanke gekommen, dass wir parallel zur DigiCamp-Session natürlich auch den Circle Finder auf der Lernungsseite selber den Circle Finder bespielen können, zu sagen, okay, wir starten, wer will noch dazukommen, um das auch nochmal bewusst zu öffnen, weil das war ja jetzt immer wieder Thema, und das haben wir eigentlich noch nicht mitgedacht. Also kann man sich jetzt denken, kann man aber auch noch zu einem späteren Zeitpunkt, aber ich glaube, das wäre auch nochmal gut, darüber einzuladen. Und was Sie jetzt unterschlagen, aber am ersten Tag vom DigiCamp machen wir so ein ähnliches wie heute hier auch. Das heißt, am 19. laden wir ein und am 18. gibt es praktisch eine Infosession, wo wir so den allgemeinen Hintergrund ähnlich wie heute auch nochmal anbieten für die, die vielleicht schon was mitbekommen haben und sich aber jetzt noch vorüberlegen wollen, ob sie am 19. mitkommen. Das habe ich vorher noch vergessen. Vielleicht aber, um jetzt Angelika mit ihrer Frage dann nicht so allein im Raum stehen zu lassen. Ich würde jetzt wieder aus dem Bauch raus sagen, es ist ganz unterschiedlich, wie ich mich dem Thema nähere. Und vielleicht, wenn ich da einen Impuls bekomme, es gibt Menschen, die brauchen erst Erkenntnisse, um dann Chancen, Risiken ableiten zu können. Andere sagen, ich lasse mich einfach auf den Bauch raus, mal drauf ein und challenge dann mit Erkenntnissen mein Bauchgefühl. Und dann wieder so sagen, wir tragen es zusammen, wer sich von welcher Ecke genähert hat. Deshalb ist es, glaube ich, bei dem Thema wichtig, verschiedene Absprungspunkte zu schaffen, es aber dann wieder in so einem gemeinsamen Rahmen zu schaffen, dass wir vom Gleichen sprechen und vielleicht aber auch mal darüber sprechen, wie haben wir uns zum Thema genähert, um auch da zu gucken, wie baut sich so ein Ökosystem überhaupt auf, von welcher Perspektive gucke ich drauf, und das auch dadurch mit erlebbar zu machen, wenn ich sage, ich brauche vielleicht erst das Wissen, ich muss es mir aufmalen, der andere sagt, ich gucke einfach mal. Und irgendwann kommt ein gemeinsames Bild und ich erfahre darüber auch, wie ich mich dem Thema überhaupt nähern kann. Und durch die Vorstrukturierung habe ich halt verschiedene Absprungspunkte für jemanden, der noch einen Podcast hören will, oder für jemanden, der sagt, hey, wenn dir jetzt zu viel Theorie am Anfang ist, doesn't matter, guck dir gleich mal für dich aus dem Bauch raus was an, damit du halt die Leute nicht verlierst und sagst, boah, jetzt fühle ich mich aber wieder in Definitionswirrwarr, und jemand anders sagt, genau das ist das, was ich brauche, weil sonst traue ich mich vielleicht gar nicht, an einem Circle teilzunehmen oder meine Impulse zu geben, weil ich glaube, ich liege ja falsch. Und ich glaube, gerade aktuell, wo so Themen sehr schwarz-weiß diskutiert werden, möchte sich keiner in den Nessel setzen und sagen, ich habe mal gehört oder ich bin mir nicht sicher. Und dann kommt wieder gleich dieses Schwarz-Weiß-Denken. Deshalb vielleicht Absprungspunkte, um zu sagen, es ist völlig okay, wie du dich auch dem Thema näherst, weil es für uns selber ein komplett neues Themengebiet ist. Der Thomas hatte sich noch gemeldet.
Ja, ich wollte auch nochmal auf die Frage antworten. Und zwar, ich fände es wirklich klasse, also andersrum, ich finde es bei dem Thema, glaube ich, extrem wichtig, dass man da relativ zügig ein klares Verständnis erzeugen kann, was mit einem digitalen Ökosystem gemeint ist. Ne? Das wird ja hier schriftlich auch beschrieben. Aber man muss schon echt drauf rumkauen, ne? Wenn man auch betrachtet, wie lange ihr schon intern damit beschäftigt seid. Vielleicht ist es hilfreich, wirklich mit einem skizzierten Anwendungsbeispiel einzusteigen, um das deutlich zu machen. Also zusätzlich möglicherweise auch zu einer Visualisierung. Vielleicht kann man es auch ergänzen, ne? Weil das ist schon, also ich merke das gerade, wie das bei mir alles rattert, was hier besprochen wird, ne? Da muss man schon immer mal wieder sortieren. Und von daher glaube ich, alles, was anfassbar, ansehbar und nachvollziehbar ist, vielleicht in Form von einem fiktiven Unternehmen, was man sich ja auch erdenken kann, vielleicht ist das hilfreich. Okay, der letzte Satz hat mich jetzt wieder ein bisschen glücklich gemacht. Weil deine Frage startete so, zeichnet ein digitales Ökosystem auf und das funktioniert ja nicht. Unseres ist anders als das von der DATEV. Wir haben ganz andere Geschäftsmodelle. Und daran würde man scheitern. Jetzt hast du zum Schluss gesagt, wenn ich es richtig interpretiert habe, lass die Gruppe ein gemeinsames System mal entwerfen für eine Firma, wie auch immer, um daraus ein gemeinsames Verständnis zu machen. Aber boah, selbst das finde ich noch sehr schwierig. Also ja. Hast du irgendwie bei den beiden Kollegen, die mir gegenüber sitzen, 3 Monate miteinander gearbeitet und doch nicht das Gleiche gemeint. Was dann da rauskommt. Ich glaube, da kam was super Tolles raus, aber ich weiß nicht, ob man sich da nicht zu lange mit aufhält. Nee, um Gottes Willen, ich will das nicht dezidiert durchspielen. Ne? Also mit allem Mut zur Lücke, die es braucht. Ja, ne? Aber eine Basis schaffen, da kann ich schon mitgehen, ja. Ja. Würfel, Achtung. Da ist eine blaue Flasche dazwischen, 2 Stunden. Mir kam jetzt ein Gedanke, der Gerd ist von der SAP schon weg, aber die, warum nicht mal Think Big machen, also groß denken. Die SAP hat ja einen Raum aufgebaut, in dem dieses digitale Arbeiten, der digitale Workplace auch visuell greifbar gemacht wird. Warum nicht einen Raum aufmachen, warum nicht eine Halle aufbauen? Ihr habt ja viele Gebäude, warum nicht einfach machen, und dort einladen, sei es Präsenz, digital, um zu sagen, wir bauen gemeinsam unser Ökosystem auf und jeder darf sein Verständnis in diesem Raum platzieren, um dort eine gemeinsame Grundsatzdiskussion zu führen im Sinne von, was verstehe ich drunter, was sind für mich Perspektiven und so weiter, sowohl analog, digital. Weil dann trägt sich ein Bild zusammen. Ich habe nämlich gerade die Frage gestellt, was macht man dann im Endergebnis mit den ganzen Visualisierungen? Wer macht sich dann die Arbeit und fasst die zusammen und versucht dann irgendwie aus diesen ganzen Satelliten wieder eine intergalaktische Welt aufzubauen, um dann wieder zu diskutieren, welchen gemeinsamen Nenner wir da drin finden. Das wäre so die Nachfolgediskussion. Also ich würde auch die Linearität aus diesem Thema rausnehmen, weil für mich ist es nicht linear. Ein Ökosystem ist einfach, ihr habt ja das Change and Transition Framework, das heißt, ihr seid ja schon in der liegenden 8 unterwegs. Warum nicht gedanklich in dieser Szenarie bleiben, Linearität rausnehmen, einen Raum bauen, so groß er auch ist und gucken, was mit diesem Raum passiert. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Idee und auf jeden Fall groß gedacht, würde ich sagen. Zwei Gedanken. Zum einen auch, wie geht man mit Informationen um und wann bringt man was? Ich persönlich bin nicht abgeneigt von redundanten Sachen, solange sie transparent sind. Das heißt, es muss ja nicht ein Link nur in der Woche 0 vorkommen oder nur in der Woche 7, sondern man kann ja auch sagen, hey, wir hatten es hier mal erstellt, das war die Aufgabe dazu, lesen wir jetzt nochmal durch oder schaust du jetzt nochmal an, kommt ihr jetzt zu einem anderen gemeinsamen Verständnis, könnt ihr das nochmal erarbeiten, könnt ihr das aufbauen, erweitern, also diese Geschichten auch so ein bisschen mitdenken. Und zum anderen, ich mache auch bei der Pilotierung mit. Sehr schön. Gibt es noch Anmerkungen hier vor Ort oder online? Das hätte ihr alle. Ich habe meinen Sohn mittlerweile gefragt, wer der Enderman ist, und ich habe es da in unseren Kanal reingemacht, damit wir mal alle wissen, wo in welchem Raum wir eigentlich sitzen. Gut, dass man so Söhne hat, die Minecraft spielen.
Und ich weiß nicht, was der in der Schule gerade macht, aber ist egal. Ich habe von Simon gelernt, weil ich wie gestern da schon geoutet auch überhaupt nicht in der Szene bin. Es gibt aber viele Videos, wo Enderman mit Musik unterlegt tanzt und die anderen ProtagonistInnen auch. Also von daher, wer da mehr Interesse hat, es gibt wohl eine Welt, die ich bislang nicht kannte. Ein Ökosystem Minecraft-Welt. Wir sind in der Schlussrunde. Simon hat schon angekündigt. Ich habe ermutigende Hinweise bekommen. Mich freut es und würde ausdrücklich nochmal die Einladung auch an diese Community aussprechen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das fachlich alle trifft. Also es, unabhängig in welcher Ausgestaltung trifft es alle. Deswegen glaube ich, dass es echt eine Kompetenz ist, wo keiner sagen kann, es interessiert mich nicht. Und ich hätte großes Interesse, dass wir bei der Pilotierung viel Expertise in LernOS mit reinbringen. Und die ist jetzt außerhalb dieser Burg und den online Zugeschalteten nicht so verteilt. Wir reden uns da schon, also da sind wir hier schon in einer besonderen Blase vom Verständnis, weil die Vertriebskanäle, die es gibt, die werden damit nicht bestückt. Weil es schon auch für viele unserer Kollegen, die leben vom Wissens weitergeben. Wir haben Kollegen, die als Job Description haben, andere schlau zu machen. Wenn ich denen ein Produkt anbiete, wo die Leute selber schlau werden, dann reagieren die ganz komisch. Die reagieren da gar nicht so, als ob ich, worüber redest du eigentlich? Insofern trifft es, und das sind wir schon mittendrin im Ökosystem. Und den Raum gab es schon x-mal. Der ist auch gedanklich groß gedacht. Die Kanzlei der Zukunft, alles Mögliche. Die Dynamik des Prozesses führt dazu, dass wir nicht mal die Agentur beauftragen können, dass sie das gestalten, weil die Wirklichkeitskonstrukte so schnell sind, dass wir kaum noch nachbauen. Das heißt, es muss ein ideeller Raum bleiben, weil es wird gar kein physisch zum greifbarer, weil da die Prozesse sich zu schnell drehen. Und wir werden mit unseren Hirnen damit umgehen müssen, dass so ein Geschäftsmodell, das sich halt über Datenaustausch passiert, anders begreifbar gemacht werden muss, wie das man an der Kasse mit Bling Bling hatte. Und das würde aber nicht mal aufhören. Und so eine ehrhabende Organisation mit irgendwas um die fast einiges an 60 Jahren auf dem Rücken hat halt Schwierigkeiten, das mitzudenken. Von daher herzlichen Dank für eure, ich freue mich, euch am 19.07. zu treffen. Ihr findet irgendeinen Weg, uns zu sagen, ihr seid dabei, eure Ökosysteme machen mit. Würde uns freuen, und ob das jetzt 2 oder 3 sind, weiß ich nicht, das können auch 5 sein. 2, 3 fände ich mindestens gut, das wäre so ein bisschen die Vielfaltsdimension, die gut wären für den Start. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, wir sind ja bis Woche 4 haben wir ja schon. Den Rest schauen wir. Andrea, wie schaut dein Zeitplan aus? Andrea war immer der Lichtblick, sagt, wir haben jetzt noch Woche 2 haben wir schon und Woche 3 haben wir schon. Von daher, vielen Dank an alle. Danke euch. Gute Zeit. Danke.